Und willkommen zurück zu Fable Dome und wahrscheinlich erstmal vorerst die letzte Folge, denn wir sind so ziemlich am Ende mit dem Content, den das Spiel so lief bietet. Ja, danke schön. Cool, dass ihr nochmal aufploppt. Ihr seht jetzt, hier hat sich noch ein bisschen was getan. Ich habe das Lager hier soweit noch ausgebaut. Sieht jetzt mittlerweile so aus. Hier ist unsere dicke Armee. Na, also ich habe hier so ein paar Sachen hingestellt, ne? Auch diesen Holzkarren, den wir letztes Mal bekommen haben, habe ich hier und da mal hier in einem Dorf platziert. Manchmal halt leer und manchmal halt mit diesem Heuballen auch drauf, der ist echt cool geworden. Hier hat es noch ein bisschen was hingeschlagen und ja, sieht super cool aus. Ich mag dieses Lager voll gerne. Ich habe den Weg hier und da mal ein bisschen ausgelassen. Ne, einfach so ein bisschen, ja, da ist mal was lang gelaufen, aber ist jetzt auch ein bisschen drüber gewachsen. Ne, meistens läuft man irgendwie hier rum und hier so ein bisschen lang. Hier sind so Trainingsareas, aber irgendwie dazwischen anscheinend nicht mehr so viel. Na, und so ein bisschen der Tisch. Hier noch ein bisschen mit dem Lagerfeuer und Holzbänke drumherum. Hier haben wir so ein paar Kisten, haben wir da hingestellt. Also gefällt mir alles sehr gut. Und wie ihr hier seht, Türme, Leute, Türme. Es gibt sie also doch. Und jetzt habe ich hier so ein Stadttor rausgemacht. Und es gibt verschiedene Arten von Türmen. Das zeige ich euch mal. Wenn man auf diese Wand klickt, kann man hier was auswählen. Oh, hier gibt es sogar ein Tor. Aber das ist da automatisch. Das habe ich das mal gar nicht irgendwie gesehen. Auf jeden Fall gibt es diese Türme. Steinturm, Quadrat 1, Rund 1 und Achteck 1. Ich glaube, das bedeutet einfach noch die Höhe, weil hier ist es dann 4. Also hier habe ich den zum Beispiel recht hoch gemacht, da auch recht hoch. Hier habe ich den nicht ganz so hoch gemacht, auch wenn man den hier auch ruhig hoch machen könnte. Ich wollte aber ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das ist nicht so schön. Fällt mir gerade hier auf. Da müssen die Entwickler noch dran arbeiten. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, dass ich hier den Turm gemacht habe. Die Mauer geht schön ins Wasser rein. Der Turm aber nicht, da müsste ein bisschen abgesenkt werden. Mal gucken, ob die das nochmal ein bisschen fixen. Aber ansonsten, das sieht ziemlich cool aus. Also mit den verschiedenen Türmen hier so achteckig, da so viereckig. Vor allem, wenn der so ein bisschen höher ist, dann kommen auch so Schießscharten. Also ich meine, Schießscharten hat er da oben auch, aber da so ein bisschen noch mit Holzausbau. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hab die auf die Ecken platziert, bis auf die Tore. Da sind halt nochmal so ein paar Dinger, so wie es man halt kennt. Hier sind noch so ein paar Sachen hingekommen, ein paar Felder und so weiter. Hier oben ist noch ein Feld hingekommen. Ich weiß gar nicht, da habe ich glaube ich noch gar keinen Typen drin, ne? Oh, ja, die sind doch auch nicht so willkommen. Eine darf da noch arbeiten. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ihr noch so kennt und was jetzt alles neu ist, um ehrlich zu sein. Da dazwischen jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit lag. Das ist alles nicht so leicht gewesen. Und ihr seht jetzt mittlerweile wieder plus 114. Das war nicht die ganze Zeit so. Da stand auch mal nur noch plus 6. Und ich dachte so, oh oh, ich habe glaube ich ein Problem mit meinem Geld, weil diese ganze Finanzierung des Militärs nimmt richtig viel Geld ein. Eigenes Bettler erfordert eure Aufmerksamkeit. Ach so, ich kann gerade nicht. Tut mir leid. Bevor wir weiterreden, lass uns mal das machen, was wir jetzt wollten. Denn ich habe übrigens jetzt schon mal ein bisschen was an Aufträgen gemacht. Ihr seht das hier unten links, schließt Aufträge ab 5 Stück. Ich habe aber so billige Aufträge von den einzelnen Leuten gemacht. Man kann da draufklicken, Aufträge, und dann hat man die Dinger hier. Und das gibt hin und wieder mal von den Leuten auch ja, kleinere Aufträge. Hier zum Beispiel, helft Bauernhand, ne, und da, jetzt hier zum Beispiel brauchen wir nur Bürger für, brauchen wir nicht mehr Soldaten. Aber normalerweise braucht man da Soldaten und da macht man da was und dann kriegt man eine Belohnung, was ziemlich cool ist. So, wir wollen aber das hier machen. Das braucht aber 110 Tage, deswegen starten wir damit jetzt einfach schon mal. Und die Auftragsgruppe ist recht groß. Das hier ist anscheinend was ganz Besonderes, weil normalerweise kann ich entscheiden, wie viele da mitkommen. Und dann sieht man so eine Erfolgschance. Hier hat man das nicht. Diese Mission hat eine erforderliche Truppengröße, die nicht verändert werden kann. Missionen wie diese erfordern eine vollständige Truppe, um zu starten und werden immer erfolgreich sein. Also hier kann man auch nichts verkacken, auch wenn Gefahr sehr hoch ist. Man braucht einfach diese Truppengröße. 10 Bogenschützen, 10 Schwertkämpfer und so weiter. Das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen. Deswegen starte ich das jetzt hier. Zum Beispiel sind Leute noch unterwegs bei mir. Die brauchen noch 76 Tage und als Belohnung bekomme ich 6 Ausrüstungen. Also da, die sind echt lange noch unterwegs. Und 110 Tage ist jetzt gefühlt, ist das ein Jahr? Eigentlich schon, ne? Sind ja immer 30 Tage pro Monat. Also müsste das jetzt ein Jahr dauern, also minus 10 Tage, aber ungefähr.
Wir sind gerade am Frühling, also Anfang nächsten Frühlings müssten die wieder da sein. Deswegen können wir eigentlich auch Geschwindigkeit mal erhöhen. Weltereignis geht immer noch nicht. Wir brauchen dafür wie viel Fleisch? 20 Fleisch, 30 Brote. Haben wir beides nicht. Na, mal gucken, ob das sich nochmal irgendwie tut. Kohle geht mir langsam aus, sehe ich gerade. Warum ist das jetzt mittlerweile 114? Weil die ganzen Einwohner hier halt reinkommen. Die Stadt ist ja viel, viel größer geworden. Und dementsprechend brauchen wir natürlich auch viel mehr von dem Kram. So, der Förster ist hier. Hatte ich hier nicht noch... Ja, habe ich Kohle. Da arbeiten aber überall schon Leute drin, ey. Ich habe so viele Kohle-Dinger. Aber ich werde noch einsetzen müssen. Hat mir, glaube ich, nichts anderes übrig. Es passen auch nur zwei rein und das war es dann auch erstmal. Bin ich auch erstmal zufrieden mit. Wenn wir das hier gewuppt bekommen, dann brauche ich jetzt auch erstmal keine neuen Leute mehr. Ich setze jetzt hier noch eins hin. Reicht für ca. 11 Wintertage. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt gerade so niedrig ist, weil wegen... Wir hatten gerade Winter, aber ich finde ehrlich, 23. Frühlingstag, da dürfte es ruhig mal wieder wachsen. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Was ich so langsam merke ist, es gibt immer so kleine Hakel. Na, da muss man sagen, ja okay, performance-technisch ist das natürlich alles noch im Early Access. Da muss noch ein bisschen was dran gewerkelt werden. Sobald die Stadt so ein Volumen annimmt, muss das eigentlich immer noch gut funktionieren. Und ich merke das immer wieder. Ich dachte beim letzten Mal, das wäre immer noch automatisch speichern, weil da hakt er noch. Das ist noch was ich eher verkraften kann, wenn er beim automatisch speichern mal kurz einen Hakler drin hat. Wäre auch schön, wenn die das auch noch fixen. Aber so im Spiel sollte es eigentlich durchgehend flüssig laufen. Aber das tut es leider nicht mehr. Und hier vorne haben wir jetzt diesen Marktplatz. Jetzt guck mal, jetzt automatisch speichern. Jetzt hat es ein bisschen mehr gehakelt. Und diesen Marktplatz ist eigentlich so ein bisschen so ein Lagerplatz einfach. Und für 4 Ressourcen richtig viel. Hier hat man zum Beispiel Ziegelsteine, Bretter, Brot und Fleisch habe ich hier gelagert. Und das lagern die also bis zu 300 von allem. Richtig gut. Also richtig krasser Platz da eigentlich. Also ich weiß nicht, wie logisch das ist, dass man jetzt da Steine und Bretter lagern möchte auf dem Marktplatz. Aber ich glaube, der wird später so, also wenn das Spiel weiterentwickelt wird, noch irgendwann richtig relevant. Dass man den häufiger und platziert, auch später vielleicht nochmal in alten Dörfern oder sowas. Mal gucken, ob man den dann auch nochmal platzieren möchte. Aber ich dachte hier so, ja komm, platzierst du halt mal drauf. Ja, Besucher abweisen. So, noch eine Sache. Ich habe, nochmal dazu. Es war auf 6 runter und dachte erstmal so, okay, wie soll ich jetzt noch Geld verdienen, um die Gebiete zu kaufen und so weiter. Hab da ja neue Bewohner reinbekommen und so weiter, ist cool. Aber ich bin mittlerweile durch meine militärische Stärke auch Platz 1. Das heißt, einmal im Jahr bekomme ich auch nochmal so ein Obolus von 600 oder so. Und ich weiß gar nicht, ob die Aufträge mir auch schon mal Geld gebracht haben. Wenn nicht, dann sollten die das mal einbringen, dass man da auch Geld verdienen kann. So, wer hat jetzt diesen Steinriesen noch? Jetzt haben wir natürlich unseren Typen gar nicht mehr da. Den Steinriesen müssen wir uns aber auch nochmal angucken. Müssen wir dann nochmal nachholen. Der ist jetzt leider so ein bisschen unterwegs. Noch ein halbes Jährchen oder so. Oder ein Dreivierteljährchen. Haben wir erstmal Anfang von Sommer. Würde aber trotzdem jetzt schon mal so ein bisschen anfangen, Fazit zu ziehen. Obwohl, eine Sache vielleicht nochmal vorweg. Eine Sache möchte ich, glaube ich, vorher nochmal machen, bevor wir über das Fazit reden. Wir haben ja diesen Leuchtturm bekommen und ich habe hier an der Küste irgendwie nochmal ausprobiert oder sowas. Auf jeden Fall war es spontan, dass ich den hier dran platziert hatte und hier funktionierte er. Und dachte ich, ach so, muss einfach nur ein bisschen spitzer sein. Und dann bin ich auch nochmal hier hingegangen und dachte so, ja okay, dann kann er ja auch hier hin platziert werden. Hä, hier kann er wirklich platziert werden. Wieso kann er denn hier platziert werden? Okay, das verstehe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich dachte jetzt eigentlich, hier kann der auch platziert werden. Mann, war ich zu blöde. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, ich habe mir dann nämlich danach den Text nochmal durchgelesen. So können übermütige Seeleute über nahendes Land informiert werden. Keine Ahnung. Ich dachte, jetzt kommen wir vielleicht darüber dann dahin. Aber da könnt ihr ja gar nicht bauen. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Dann weiß ich es nämlich nicht. Also ich weiß nicht, wie man hier rüberkommen soll. Also es gibt die Möglichkeit natürlich jetzt rein theoretisch über diese Landmassen hier hinzukommen. Aber hier sind ja Flüsse. Und meines Wissens nach gibt es keine Brücken.
Also da macht er ja nichts. Ich glaube, man kann das noch gar nicht. Also sobald du so eine Stelle hast wie hier, bist du erstmal für den Early Access am Sack. Und kannst da erstmal nichts machen, weil es halt noch keine Brücken gibt. Holzbrücke hier. Steht's auch. Das habe ich noch gar nicht gelesen. So können die Fabeldinge Wasser überqueren. Verhindert die Durchfahrt von friedlichen Schiffen. Oh, Schiffe. Okay. Das sind natürlich auch noch so Sachen, die natürlich dazukommen. Aber dann lass uns den Leuchtturm doch nochmal hier hinten hinbauen. Dann fände ich es ganz schön, wenn er hier dann irgendwann sitzt. Da habe ich das die ganze Zeit hier vorne ausprobiert, weil das irgendwie schöner aussehen würde. Aber der muss schon recht weit an auf dem Land sein. Aber das habe ich nicht so ganz kapiert. So können... nee, gar nicht. Was steht da? Muss verbunden sein mit ungenutztes Land. Keine Ahnung. Also ich meine, das ist ungenutztes Land, aber... ja, habe ich wohl falsch gesetzt. Aber gut, dann haben wir es ja jetzt nochmal. Dann können die das nochmal bauen zum Ende hin. Ja, jetzt können wir denen helfen. Sehr gut. Keine Sorge, ihr könnt ruhig mein Geld haben. Alles gut. Mit den Feen. Aber ich finde das schon mal richtig hübsch mit den Mauern und mit der Stadt hier und recht großen Viertel. Und wer hat gedacht, dass wir das hier noch komplett ausbauen? Ich glaube, bis auf dieses... na genau, das Viertel fehlt noch. Könnten wir jetzt auch noch machen, eigentlich. Dann können wir nochmal mehr Leute reinbekommen. Ich dachte jetzt erst so, lass mal lieber nicht, weil ressourcenmäßig, aber... das wird ja auch immer wieder mehr, ne? Das ist nur immer der Winter, der so richtig einen killt und dann geht's wieder. Deswegen lass uns das einfach mal bauen. Wird jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr fertig in der Zeit. Ja, fazitmäßig. Ich habe jetzt nichts vorbereitet oder sowas. Normalerweise mache ich mir schon vorher ein paar Gedanken darüber. Aber das ist ein Early Access, deswegen machen wir so ein Lala-Fazit. Denn Endnote möchte ich hier auch noch gar nicht geben. Aber wie sehr mir das Spiel jetzt gefallen hat. Also ich muss sagen, das trifft komplett meinen Geschmack. Also neben Anno finde ich meistens keine guten Aufbauspiele, die mir sehr gut gefallen. Das sind meistens so Spiele, die funktionieren für mich so ein paar Stunden lang. Ich meine, das war jetzt hier im Endeffekt auch so. Aber dann nehmen die ab. Oder währenddessen sind sie schon zu stressig oder sind zu sehr auf Strategie aus. Also zu viel Militär und sowas. Das ist für mich immer nur so eine Sache, die möchte ich, wenn überhaupt, erst im Endgame haben. Und dann immer noch die Entscheidung haben, ob ich das machen möchte oder nicht. Und so habe ich es zum Beispiel bei Anno. Da kann man ja auswählen, ob man mit leichten Leuten zusammenspielt oder mit schweren Leuten. Ob man dann kriegsfokussiert sein möchte oder nicht. Oder ob man es diplomatisch lösen möchte oder nicht. Also da kann man eigentlich den Krieg ganz gut umgehen, wenn man nicht möchte. Und das finde ich, kann man... also bisher gibt es einfach noch diesen Inhalt noch nicht. Bis auf das mit den Aufträgen. Hier wird es auch noch mal Krieg geben. Darauf habe ich auch wohl noch Bock, aber... da kann ich jetzt natürlich noch kein Fazit drüber ziehen, wie der Krieg denn aussieht. Kann es sein, dass die Angreifer von hier hinten kommen und einfach alles niederbrennen? Dann finde ich es auch nicht mehr gut, weil ich möchte schon meinen Kram behalten. Ich fände es besser, wenn die dann irgendwie ein Ziel haben und was einnehmen, ohne dass die groß hier meine ganzen Sachen zerstören. Wahrscheinlich wird es aber in der Richtung laufen. Also die werden wahrscheinlich schon hier ein bisschen was kaputt machen wollen oder sowas. Das kann ich jetzt aber noch nicht beurteilen. Momentan Stand der Dinge scheint es eher ein recht friedliches Aufbauspiel zu sein, nicht zu schwer vor allem. Das ist ja auch oft bei Aufbauspielen so, dass es echt knifflig ist, das Ganze zu machen. Auch wenn ich ja sagen muss, ich habe jetzt ja auch ein zweites Mal angefangen, ne? Aber das habe ich, weiß ich nicht, das ist so mein Gemüt. Ich mache das einfach ganz gerne mal. Ich glaube, das habe ich dann auch schon erklärt, als wir nochmal neu angefangen haben. Dass wenn ich ein bisschen was über das Spiel gelernt habe, wie man Sachen baut, worauf man achten muss und so weiter, dass ich dann gerne nochmal anfange und das besser mache, besser organisiere. Und das hat jetzt auch gut funktioniert. Auch wenn ich sagen muss, so viel anders habe ich ja gar nicht gebaut. Ne? Also ich habe ein paar Sachen halt umgesetzt. Aber den alten Spielstand hätte man hundertprozentig noch retten können. Also der war nicht komplett... versaut oder sowas, aber hier bin ich sehr, sehr zufrieden, was wir jetzt hier gebaut haben. Grafiktechnisch gefällt mir das Spiel super. Also natürlich ist das keine High-End-Grafik, aber das ist ja auch ein, was war das, Zwei-Mann schwedisches Team oder sowas. Also für zwei Leute sieht das fantastisch aus. Also wirklich, macht einen richtig schönen, süßen Look. Ich weiß nicht, was für, also wenn Leute Siedler gespielt haben, ich glaube,
Mich erinnert das immer so an die Bilder, die ich bei Siedler vom Kopf habe, aber ich habe Siedler halt noch nie gespielt. Siedler hat mich irgendwie nie gecatcht. Vielleicht, wenn das ähnlich an Siedler rankommt, vielleicht müsste man es da mal ausprobieren, aber ich habe auch gehört, dass die letzten Siedler-Teile nicht so gut sind. Vielleicht sollte man da doch die Finger davon lassen und sich eher auf so kleine Indie-Titel hier fokussieren. Ja, wie gesagt, also nicht zu schwer, schöne Grafik, Gameplay-technisch finde ich, das macht gut was her. Die dürften das Interface natürlich noch ein bisschen überarbeiten. Also dieses Scrollen hier durch, das dauert mir ein bisschen zu lange. Ne? Von mir aus gerne zwei Leisten oder drei Leisten nach oben oder sowas. Oder dass ich das irgendwie hochziehen kann oder sowas vergrößern kann, wenn ich irgendeine Sache suche. Auf jeden Fall ist das Inventar hier unten noch ein bisschen unaufgeräumt. Auf den anderen Seiten geht's mittlerweile eigentlich noch. Würde ich sagen, hier gibt es ja nicht wirklich was zu scrollen, nur beim Deko-Bereich ist das, glaube ich, schlimm. Also da müssten die eigentlich nur was ändern, dass man hier irgendwie besser durchkommt. Weil der, wenn die gern noch ein bisschen mehr Deko reinbringen können, ja, meine Farblingen schaffen das schon, dann wird das irgendwann richtig unübersichtlich. Hier geht's ja gerade noch so, aber ich finde es trotzdem blöd. Vor allem mit dem Mausrad, wenn ich hier durchscrolle, dann dauert das schon recht lange, ne? Man muss eigentlich schon eher das Ding hier packen. Oder die müssen das einfach hier ein bisschen schneller machen. Keine Ahnung. Aber, ne, um mal bei der Deko zu bleiben, ich finde es super, dass sie schon sowas reingebracht haben. Und das im Early Access, dass sowas schon Platz darin hat. Das bedeutet, die legen schon Wert darauf, dass man sowas auch setzt. Und ich finde sowas super. Also ich setze sowas richtig, richtig gerne. Ich mag so Dekokram immer voll gerne und ein bisschen meine Stadt verschönern. Weil ich ja schon eher der Schönbauer bin. Keine Ahnung, bestimmt bekommt das Leute immer besser hin als ich, aber für meine Verhältnisse finde ich das schon richtig hübsch. Bis auf diese Straße, das ist immer noch ein Schandfleck. Ich wollte es unbedingt zwei Straßen haben und hier nur eine Straße und irgendwie, ja, sowas kriegt man natürlich im Grid immer eher schwer hin. Man hätte hier einen Bruch setzen müssen und dann nochmal eine Straße neu setzen müssen. Aber ja, keine Ahnung. Eine Sache zu einem Gebäude, das Straßentheater, das finde ich persönlich irgendwie useless. Also, ja, ich verstehe schon, warum es drin ist. Und das Puppentheater ist halt geil, ne? Das hat einen richtig schönen Radius. Deswegen sitzt es hier ja auch. Aber als wir das Straßentheater hier zum Beispiel setzen wollten, das greift halt so wenig Gebäude. Man müsste halt schon echt perfekt bauen, damit das hier halt irgendwie greift und useful ist. Und deswegen mag ich das Straßentheater irgendwie nicht so gerne. Ich würde es echt gern setzen, aber naja, finde ich nicht so cool. Alles andere, was wir bisher bauen können, glaube ich, gefällt mir echt gut. Ich weiß gerade gar nicht. Blumenfelder fand ich noch ein bisschen useless, aber das ist ja halt noch so eine Liebesgeschichte, so wie diese Heldtrainingspuppe. Die ist ja halt auch nur jetzt gerade interessant gewesen und dann nicht mehr. Von daher, hier oben dieses Einwohner einziehen dürfen, das müssten die auch noch mal irgendwie, dass man Haken setzen können. Ja, die sollen immer einziehen, bis es nicht mehr geht. Oder sowas. Frag mich nicht mehr nach oder so. Oder kleiner irgendwie schaffen, sodass es nicht mehr so stört. Von mir aus kann da irgendwie eine Meldung kommen, ne? Und dann kann ich da selbst draufklicken, wenn ich meine. Ich finde das nicht so krass, also ich finde es ein bisschen nervig, dass es immer so richtig reinragt. Wir können uns noch ein Gebiet kaufen. Dann würde ich jetzt einfach mal das Gebiet hier kaufen. Damit der Vollständigkeit halber. Damit das hier alles dicht ist. Und dann könnten wir rein theoretisch hier auch die Mauer weiterziehen. Mache ich jetzt aber nicht. Ich glaube, ich möchte hier auch gar keine Mauer haben. Wenn wir diesen Spielstand irgendwann nochmal weiterzocken sollten und ich nicht nochmal neu anfange, das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Kommt wahrscheinlich darauf an, wie lange das her ist. Ja, wenn das jetzt 2 Monate, also in 2 Monaten nächster Patch rauskommt und ich habe gerade so die Motivation, dann können wir es hier drin weitermachen. Wenn ich aber die Motivation dann noch nicht habe und denke mir so, ja, ich warte lieber nochmal und das kann gut sein. Ich warte nochmal ein paar Patches ab, beziehungsweise vielleicht warte ich eher auf einen Full Release oder sowas. Und wenn wir dann nochmal anfangen, dann würde ich eh nochmal neu machen. Na, wahrscheinlich ändert sich dann eh sau viel auch in der Welt, weil diese Welt ist ja fertig. Das heißt zum Beispiel dieser Steinriese, ich kann mich nicht erinnern, ob wir den bei unserem letzten Spielstand schon überhaupt drin hatten. Ich glaube, der ist nämlich auch in diesem einen Patch neu gekommen. Und den hatten wir sozusagen auch nicht. Ich gehe auch davon aus, dass wir den jetzt einfach nur also begegnen und dann können wir irgendwie was machen. Also ich gehe davon aus, dass dieser Steinriese ähnlich ist wie dieser Baum, Roland Rittmann, und irgendwas mit den Minen macht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also das heißt, der würde mir bestimmt schon was bringen jetzt, wenn ich mal den hätte.
Aber naja, müssen wir noch warten. Jetzt haben wir Winter, sehr schön. Also haben wir es auch schon bald geschafft. Was gibt es denn sonst noch sozusagen? Ja, grafiktechnisch hatten wir, gameplaytechnisch hatten wir Bugs. Hatte ich, glaube ich, nicht. Bis auf dieses Hakeln, aber das würde ich ja nicht als Bug bezeichnen. Das sind so Performance-Probleme, aber ich glaube, generell Bugs oder sowas kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ja, das sind dann eher sowas hier. Solche Schönheitsfehler, die dann eher vorkommen. Aber ansonsten, keine Ahnung. Ich finde diese Events ziemlich cool. Auftrag abgeschlossen. Das sind unser einer Schwertkämpfer. Oh. Ah, ich dachte schon. Ja, wir können das einmal skippen. So sieht das dann aus, wenn wir es abgeschlossen haben. Gefahr, bla, Erfolgschancen 100%, überlebt, haben beide. Das sind die auch die einzigen beiden, die ich losgeschickt habe. Belohnung, Auswirkungen auf die Beziehung mit Winifred, etwas positiv und Ressourcen. Ihr habt 6 Ausrüstung erhalten. Und die wird dann auch direkt zu gut geschrieben. Die muss ich nicht extra platzieren. Dieses Winter, beziehungsweise Jahreswechsel finde ich sehr cool. Das gefällt mir echt gut an dem Game. Auch wenn das, glaube ich, also bis auf den Winter macht das, glaube ich, kein Input oder so, keine Ahnung. Ich glaube, ich möchte das auch gar nicht. Nicht zu kompliziert haben. Manche nehmen sich das ja vor, dass es das dann richtig kompliziert wird, auch mit Anbauen und sowas. Baust du an und wann baust du es an? Da denke ich mir so, nee, komm, darauf habe ich gar keinen Bock. Und da könnte noch eigentlich einer rein. Was ist das für was für eine Meldung? Ach so, Lager ist voll oder wie? Getreidespeicher ist hier auch voll. Ja, ich müsste hier eigentlich noch ein bisschen was machen. Aber das ist so Feinschliff, das mache ich jetzt alles nicht mehr. Aber ja, ich bin echt gut begeistert von dem Game. Also ich habe auf jeden Fall Bock, das auf den Full Release zu zocken. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hatte jetzt für mich im Early Access. Aber keine 20 Euro auf jeden Fall. Ich gehe eher so von 12 Euro oder sowas aus. Und das ist für mich, war es das wert? Und wenn ich dementsprechend damit ja auch gleichzeitig schon die Vollversion dann gekauft habe, weil ich so Early Access unterstütze, ist umso besser. Reisender Händler, als einfacher Händler ist es mir eine Ehre, euch die feinsten Waren und Delikatessen in meinen Besitz feil zu bieten. Ein fairer Tauschhandel gegen Ressourcen oder Gunst würde mein Herz entzücken. So, wir können ein bisschen Ausrüstung ruhig tauschen, wir haben eh genug. Und dann gegen 200 Eier. Wir müssten, also es müsste wahrscheinlich noch sowas geben wie ein Bäcker oder so. Also mehr als den Bäcker, den wir jetzt schon haben. Der dann aus dem ganzen Eiern vielleicht auch mal was macht. Eine Art Kuchen oder ich weiß nicht, irgendwas Gutes. Spiegeleier. Die Leute müssten lernen, irgendwie aus den Eiern mehr zu machen. Weil da gibt es eigentlich genug. Was ist hier los? Ich habe keine Kohlen oder was? Kohle fehlt. Brr, hier ist eiskalt. Ja, dann müsstet ihr euch was nehmen. Eigentlich ist ja noch ein bisschen was da, wohl auch nicht mehr viel. Gut, das dauert nicht lange, dann ist die Kohle weg. Ja, sorry Leute, die Kohle, Kohleindustrie läuft noch nicht. Ach, warte mal, wir hatten ja noch einen Typen mehr geplatziert hier. Da habe ich natürlich niemanden eingestellt. Das ist übrigens auch eine coole Funktion hier mit dem näher ran sein. Das habe ich ja zu spät erst kapiert, aber das gefällt mir echt gut. Das mit den Schweinen weiß ich noch nicht so recht. Das müssten die noch ein bisschen überarbeiten. Auch dass die hier rauslaufen, ist noch ein bisschen falsch. Aber das ist so ein kleiner Feinschliff, das sehe ich noch nicht so eng. Aber generell, die Funktion mit den Schweinen weiß ich nicht. Vor allem, wenn man ein neues Gebiet erschließt und die Schweine da rumlaufen, dass man da nichts bauen kann, sondern erst Schweinestall bauen muss. Und den kann man ja auch erst so, jetzt sagen wir mal, vom Early Access Rahmen her, so im Midgame erst bauen. Und das ist halt dann erstmal schon nervig. Ich hatte das ja hier, glaube ich, auch irgendwo, oder? Ach, das wisst ihr ja gar nicht. Das war ja. Oder das war auch sogar in einer anderen Welt. Weiß ich gar nicht. Ich habe das kommentiert. Das müsste also die alte Welt gewesen sein. Dass ich da nicht bauen konnte, weil da Schweinchen waren. Ja, genau, richtig. Das war sogar in unserem ersten Spielstand recht am Anfang. Da waren die ganze Zeit die Schweinchen und wir konnten da nicht bauen oder was platzieren und ich wusste nicht genau, was damit passiert und so. Aber was gut ist, ist, dass man, wenn man die Schweinchen irgendwo hat, dass man irgendwo auch den Schweinestall bauen kann. Dass es relativ egal ist, wo man es dann platziert. So, jetzt müsste langsam wieder Frühling werden und jetzt kommen wir auch dem ganzen Ding
langsam zum Ende. Und dann haben wir auch die zweite Verabredung mit Winifred abgeschlossen. Die kam ja erst mit dem letzten Patch. Dazu mussten wir 5 Aufträge abschließen und diesen Hauptauftrag. Ich glaube, danach passiert wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig was. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt groß was passiert. Vielleicht kriegen wir noch eine Belohnung oder so. Das könnte sein. Sie wurde ja die zweite Verabredung reingepatcht. Dann müsste das ja eigentlich vollständig sein. Keine Ahnung. Ja, aber das ganze Game macht auf jeden Fall einen guten Gesamteindruck. Also auf jeden Fall zu empfehlen. Das Spiel. Also bei Early Access Titeln, da bin ich immer so ein bisschen, ja, was heißt vorsichtig. Aber ich gucke dann immer schon eher auf den Steam-Bewertungen erstmal nach, ob das eher sehr positiv oder sowas bewertet wurde, bevor ich mir es dann kaufe. Sonst ist das meistens nichts für mich. Ja, genau, hier, richtig. Mit den Förstern, das habe ich letzte Folge noch angesprochen, meine ich, weil ich glaube, es war letzte Folge. Das dürfte ruhig noch ein bisschen hübscher sein. Das finde ich ein bisschen hässlich oder man müsste selbst so Bäume platzieren können. Das dürfte ruhig noch so sein. Aber ansonsten, weiß ich nicht, ich finde das alles, also das, was bisher in dem Spiel möglich ist, finde ich alles toll. Ich weiß nicht, ob ich das während des Let's Plays auch schon mal irgendwie angesprochen habe, dass das und das mir nicht so gut gefällt, aber dann sei das hiermit ergänzt, dann kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Auch das hier sieht jetzt richtig schön aus mit dem Burgmauer und der Schmied hier dran. Achso, ich habe den Spiel nochmal neu gesetzt, ne? Ich kenne den noch gar nicht. Ich habe den ja letzte Folge hier abgerissen und jetzt habe ich den neu gesetzt, weil wir so viele Waffen brauchten. Eigentlich kann ich den aber jetzt auch wieder, deswegen ist unsere Kohle auch weg. Eigentlich kann ich euch beide sagen, ihr macht mal nichts mehr, weil wir haben genug gerade, 54 Dinger. Aber das hier allein gefällt mir richtig gut, das habe ich auch, also dieser Zaun hat besser funktioniert, als ich dachte. Also die Idee dahinter mit diesen Kasernen, dass da die Leute dann sozusagen wohnen, die man dann dabei hat, finde ich richtig geil. Also richtig gute Idee von denen und das haben die generell. Also gute Ideen haben die auf jeden Fall. Ich frage mich, wie das so in Endgame ist, wenn solche Ressourcen halt weg sind. Na, das müsste man irgendwie wieder auffrischen können oder ist das dann nur noch per Handel möglich, dass man Steine bekommt? Das was mag ich ja nicht, ne? Wenn man endliche Ressourcen hat. Ich mag lieber unendliche Sachen, dass man immer irgendwas wieder auffrischen kann. Und was ich mir wünschen würde, wäre, wenn man das hier hinten noch weiter irgendwie sein Reich vergrößern kann. Na, also das hier hätte ich jetzt ja noch gehabt. Aber keine Ahnung, ich möchte meine Stadt ja auch in diese Richtung hier zum Beispiel vergrößern. Also größere Karten. Natürlich muss das einhergehen mit der Performance. Aber ansonsten, bitte, gerne. Bisschen größer. Auftrag abgeschlossen, sehr schön. Fergus hat überlebt. Die anderen auch. Nee, gar nicht. Überlebende 8, Überlebende 5. Wow. Okay, der Auftrag wird auf jeden Fall erfolgreich sein. Aber es werden Leute sterben. Ein Samurai-Hut. Einige der größten Krieger aller Zeiten trugen diese Kopfbedeckung. Geil. Und wo habe ich das jetzt? Achso, wahrscheinlich bei ihm hier. Waffenkammer öffnen. Da. Einige größten Krieger aller Zeiten trugen diese Kopfbedeckung. Stärke der Krieger verleiht seinem Träger die Kraft eines Riesen, jedoch auch die Größe eines Riesen. Okay. Wo bist du, Junge? Da. Auch die Größe eines Riesen? Der ist doch gar nicht größer geworden. Scam. Aber ist der langsamer geworden? Ja, ich glaube schon, ne? Warte mal, nochmal zum Vergleich. Nochmal den Hut. Ne, der ist generell so langsam. Der ist voll hakelig. Ach stimmt, ja, hab's nur apropos hakelig. Das hier mit... wie habe ich das denn manchmal gehabt? Ich kann es gar nicht wieder... Ja doch, da war es gerade. Mit WASD steuere ich die Kamera manchmal und dann mit rechter Maustaste. Und wenn ich manchmal irgendwie die Kamera, glaube ich, irgendwie festhalte und dann noch WASD drücke und so weiter, hakelt das manchmal. Ist mir beim zweiten Spieldurchlauf irgendwann aufgefallen, woran das lag. Schaden pro Sekunde, Gesundheitsregeneration geht ein bisschen runter. Aber Schaden pro Sekunde geht auf jeden Fall richtig hoch. Angriffsgeschwindigkeit bleibt aber, okay. Ja, keine Ahnung. Man hätte aus Roland hier, Roland Rindmann, hätte man ja auch irgendwie so ein Accessoire bauen können. Wäre auch cool gewesen.
Gucken wir mal, was der Steinriese jetzt noch für uns hat. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was es dann noch so gibt, ne? Also allein diese Prismaflüssigkeit, die Sachen, ne, dass man das abbauen kann und so. Die Sachen, die sie hier so ein bisschen schon anteasern, finde ich auch echt schön. Das mit Mauern Holz, keine Ahnung, die müsste auf jeden Fall früher freigeschaltet werden, sofort so recht am Anfang. Das, wie gesagt, ist cool. Großes Theater, Konzertsaal, auch richtig nice. Keine Ahnung, wie das jetzt nochmal hier werden soll. Also ich finde die Landwirtschaft, die ich habe, im Gegensatz zu der Stadt, die ich habe, schon ein bisschen krass. Also ist es realistisch? Auf jeden Fall, aber ich frage mich, wie groß noch eine Stadt werden können. Vor allem, ich denke da gerade dran, wenn ich so ein großes Theater noch habe und Konzertsaal. Da möchte ich den ja verteilt in der Stadt irgendwie haben. Oder das muss eine richtig große Reichweite haben, weil ich möchte ja nicht irgendwie... Also wenn ich alle so eine Reichweite haben, wie das Krankenhaus, dann funktioniert es schon nicht mehr. Weil die möchten ja, die sollen ja irgendwie alle davon was bekommen. Obwohl, es ist nicht so wie bei Anno, dass sie es brauchen, sondern nur, es wäre schön, wenn ich es habe, ne? Muss man auch dazu sagen. Also, warte mal, wo kann man es denn am besten sehen? An den einzelnen Hütten, ne? Ja, genau. Hier sieht man es ja nochmal. Das macht ja nur die Attraktivität höher und die Zufriedenheit sozusagen höher. Und die ist ja bei mir recht hoch, mit 77. Das heißt, es bei mir bleiben ja auch immer drei Leute bestehen. So, jetzt ist er da, unser Samurai. Okay, so. Der Steinriese, Prinz Magus, der Riese steht wie festgefroren in der Zeit da und thront über euren Helden. Sein ganzer Körper ist mit Rissen und Sprüngen überzogen, als hätte jemand versucht, ihn mit einer Spitzhacke zu zerhacken. Einfach mal draufhauen, dann kriegen wir wieder so ein Schmuckstück, mache ich aber glaube ich nicht. Versucht die Risse zu reparieren mit 500 Münzen. Das machen wir. Aber wir kriegen doch trotzdem das hier, oder was? Die ist, oder das ist eine andere sozusagen. Die Essenz dieses Riesen scheint in diesem Kristall gefangen zu sein. Belohnung. Lebensessenz. Ein mächtiges Schmuckstück, das die Gesundheit eines Helden erhöht. Aber jetzt verpisst er sich, oder was? Okay, das ist tatsächlich nicht sowas wie Roland Rindmann. Wir hätten sozusagen jetzt noch das mit 25 mehr Gesundheit. Dann kann er da einmal da rein. Und das Ding ist auch fertig. Ja, okay. Ist aber nur Eno Deko. Aber es ist zumindest... Dann. So, kannst dich da eben einmal bewegen. Na, sowas wie Taverne oder sowas. Nimmt ja auch nur die beiden mit. Aber ich würde sagen, Taverne, keine Ahnung, ob das überhaupt noch hierfür vorgesehen ist. Ich meine, an sich freuen die sich drüber. 10 Aktivität her, 20 Aktivität her. Die Bäckereien, keine Ahnung, ich habe die jetzt ja manchmal hier reingesetzt. Darauf könnte man wahrscheinlich sogar verzichten. Weil es nur 5 Aktivität bringt. Aber was ich toll finde, ist, die Brote, die hier gemacht werden, müssten ja dann relativ schnell auch hier in diese Lager oder das Lager und Marktplatz gebracht werden. Weil das ja der nächste ist. Und dann müssten ja die Leute auch schneller rankommen. Deswegen, glaube ich, finde ich das auch gar nicht mal so schlecht. Auch wenn es ja nicht hundertprozentig reinpasst. Ne? Also es geht gerade noch so vom Farbton her. Obwohl hier geht es sogar richtig gut. Aber sieht schon, von oben ist es halt so ein anderes Dach. Ne? Also man merkt schon, dass es halt eher eigentlich was für hier außen. Wo es schon so eine Mischung, ne, dazwischen steht. Aber ich glaube, sobald wir die nächste Stufe bekommen, diese Adligen, glaube dann ist ganz vorbei. Da passen diese Typen auch nicht mehr rein. Und die müssten ja auch wahrscheinlich dann hier hin und die bekommen dann einen Konzertsaal. Keine Ahnung. Aber wie man die halt noch alle ernähren soll, keine Ahnung. Weil ich komme jetzt gerade so hin. Obwohl, man kriegt ja noch Fische dazu. Und wenn die dann auch irgendwas machen, damit wir die Eier weiter produzieren können und das Gemüse auch irgendwie geiler machen. Weil das ist halt das Problem. Getreide bringt ja gar nichts. Dann wird das erstmal zu Mehl und dann zu Brot. Oder das Brot bringt dann richtig was. Eier bringen so lala was. Fleisch bringt richtig gut was. Obwohl, da ist eigentlich das Gemüse, ne? Getreide wird ja auch zu Eiern. Und das Gemüse wird eigentlich zu diesem Fleisch. Aber das... ist mir noch nicht genug. Ich möchte mehr Gemüse anbauen und das dann zu einem, keine Ahnung, Gemüseeintopf oder sowas machen. Halt ein richtiges Gericht. Ich weiß nicht, ob die das zu Hause machen, aber ne, man hat halt nur so ein paar Schweineställe. Ich habe ja nicht mehr Schweine, die ich irgendwie bekommen kann. Ich weiß nicht, ob auf dieser Seite noch irgendwo Schweine sind. Dass wir uns rein theoretisch noch einen weiteren Schweinestall gönnen könnten. Nö, hier sind keine Schweine mehr. Also ich habe alle Schweineställe, die ich rein theoretisch bauen könnte, habe ich schon. Das ist ein bisschen schade. Ich würde das gerne ein bisschen optimieren.
und noch mehr Schweineställe bauen, damit das ganze Gemüse am besten alles zu Fleisch wird. Na, und das dann gutes, guter Kram ist. Ich weiß gar nicht, 4? Ja, ist immer noch besser. Na, das sind sozusagen 40 Sättigung zu 70 Sättigung dann wird. Finde ich besser an der Stelle. Aber ja, ich glaube, ich habe soweit alles erzählt. Keine Ahnung, man kann ja noch nicht so viel dazu sagen. So Story, Charaktere oder sowas gibt es ja nicht wirklich. Obwohl, man kann ja ein bisschen was dazu sagen, ne? Also dieses Randomized Map-Ding finde ich ganz cool. Das bringt ein bisschen Abwechslung rein. Macht aber hiermit, glaube ich, sonst nichts mehr aus, oder? Also ist das jetzt hier rein theoretisch irgendwie schon meine Form hier oben? Nö, ne? Ich bin ja ganz oben. Ja, verpisst euch. Und das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt hier habe. Aber ich glaube, das ist nicht so wild. Aber ich glaube, ich fände es trotzdem irgendwie cooler, wenn man so eine Welt hier auswählt, hier zum Beispiel an der Küste, dass man auch irgendwie so ein bisschen das hat, dass oben wirklich Berge sind und man irgendwie sowas hat und dann links hat man wirklich Ozean, wo man nach rechts geht oder so nach Osten, rein theoretisch das jetzt Osten, na, dass man da auch dann weitergehen kann ins nächste Gebiet von den Leuten und so weiter. Das fände ich schon cooler, wenn das eine riesige Karte irgendwie wäre, die man so langsam sich erschließt oder aufdeckt oder sowas. Aber vielleicht ist das auch zu viel verlangt für das kleine Entwicklerteam. Generell ist das aber ziemlich cool, auch dass sie so langsam alle Leute reinbringen. Mal gucken, wie sehr sich das hier noch wandelt, auch mit Krieg und so weiter. Weil das, was bisher möglich ist, finde ich cool. Ja, auch das mit diesen Aufträgen, dass man hier sowas nehmen kann und sagen kann, ja hier, da kommen jetzt ein paar Leute, da kommen jetzt ein paar Leute mit. Und jetzt beginnen wir den Auftrag und dann geht's los. Finde ich irgendwie nice, keine Ahnung. Da kriegen wir zum Beispiel Belohnung auch die 400 Goldmünzen. Da hat sich die Frage auch schon erledigt, ob man dafür Goldmünzen bekommen kann. Da war ich mir nämlich nicht mehr so sicher. Aber keine Ahnung. Das ist recht übersichtlich hier mit dem ganzen Interface. Das finde ich schon mal ganz gut. Das hier müsste ein bisschen überarbeitet werden, aber größtenteils bin ich damit zufrieden. Also, dass man das hier so ein bisschen danach gehen kann, ne? Wer ist schon arbeitslos oder sowas, dass man danach, oder wo braucht es noch Arbeit, oder beziehungsweise welche Arbeitsstelle braucht noch Leute, hier zum Beispiel. Aber ich würde mir wünschen, dass ich nicht immer hier draufklicken muss und dann nochmal da draufklicken muss. Aber ich glaube, wird schwer, das anders zu handeln. Aber ich finde es nicht so ultra optimal. Weil ich glaube, was die ändern müssten, das wäre recht simpel, wäre, wenn ich hier hingehe und da auf Plus drücke, und der ist dann voll. So wie jetzt, sage ich mal, hier. Keine Ahnung. Hier sitzt jetzt hier plus. Jetzt ist der voll. Jetzt müsste der anfangen, das Fenster einfach wieder zu schließen. Ich glaube, das würde schon viel Sachen ersparen. Hier ist auch ein Bauernhof, der noch Leute bräuchte. Achso, das war der auf dem Berg. Ja, da haben wir keine Leute mehr für. Ja, und dann die Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar möglich ist, dass man über diese Steinstraßen weiterkommt. Farblinger laufen auf Straßen schneller und werden versuchen, vorrangig auf Straßen zu laufen. Dieser Straßentyp ist perfekt für die Stadt und Schlossgebiete. Also da sagt er aber auch schon, dass es eher perfekt für die Stadt. Keine Ahnung, ob das möglich ist, dass man hier die Reichweite, wie bei Anno halt auch, mit Steinstraßen erhöht. Das heißt, wenn ich jetzt von hier aus eine Steinstraße hier hin hätte, zu diesen Bauern oder von diesem Dorf aus, oder von mir aus auch von der Stadt, ob die dann eher sagen würden, ja okay, hier hinten, da würde ich noch arbeiten, ohne dass ich jetzt hier rot oder gelb bin. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass es so ist, weil sonst würde es, glaube ich, im Tooltip stehen. Aber das könnten die einbauen. Und ich bin eh auch für etwas, da würde ich sogar Adam kritisieren, eine Mischung aus Feldweg und Steinstraße, einfach eine gefestigte Straße oder sowas. Also von mir aus so ein Cobblestone-Weg oder sowas. Muss jetzt aber nicht. Ich meine, das ist schon. Das ist auch so ein bisschen Cobblestone. Hier gibt es einen kleinen Grafikpack, den haben wir schon mal gefunden. Ja, sobald die Straßen irgendwie so doppelt werden, sieht es ein bisschen weird aus. Aber das ist ja schon, sag ich mal, gehauener Stein. Und ich meine jetzt eher normale Felsbrocken einfach auf den Boden geworfen. Ist schon mal fester als das da. Irgendwie so. Hauptsache so Zwischenweg. So dass man, sag ich mal, die Feldwege wohl behalten kann, aber sie so ein bisschen verbessert werden. Ne? Das kann man auch visuell wohl darstellen, dass sie schon so ein bisschen besser sind und dann laufen die vielleicht weiter. Aber das ist vielleicht auch,
Das ist jetzt nur so ein Grundgedanke, da könnte man schnell mal gegen argumentieren. Ja, aber ich würde sagen, das war's. Ich bin durch, ich bin zufrieden mit dem Spiel. Hat Spaß gemacht, ich freue mich auf mehr davon und das wird es auf jeden Fall nochmal auf meinem Kanal geben. Spätestens, sobald es rauskommt. Das bleibt auf jeden Fall hier immer im Blick, das Game. Also ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht und bis zum nächsten Projekt. Haut rein!